Und um vielleicht eins nochmal klarzustellen, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr Apple-Produkte scheiße findet. Ich finde es trotzdem toll, dass ihr zu diesem einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde des modernen Lebens, zu einem weiteren Video von mir für euch. Nun, Apple, Facebook, Google und Co. sind für vieles bekannt und haben eine ganze Menge gemeinsam. Allesamt sind milliardenschwer und selbst wenn gerade, meines Wissens nach, keiner auf Platz 1 der reichsten Unternehmen der Welt steht, sind trotzdem alle ziemlich nah oben an der Spitze. Und für jedes Unternehmen ist der Kunde der Schlüssel zum Erfolg, ganz egal worum es geht. Ob der Kunde eventuell ein Produkt kauft, einen Service nutzt oder eventuell auch nur irgendwo ein Like drückt, wie zum Beispiel unter diesem Video oder so. Denn am Ende eines Geschäftsjahres ist die Treue eines Kunden ein Garant für wirtschaftlichen Erfolg. Aber worin unterscheiden sich die gerade eben genannten Unternehmen zueinander? Nun, für die einen ist der Kunde ein Kunde. Und für die anderen ist der Kunde vielleicht sogar das Produkt. Und Produkte kann man verkaufen. Los geht's mit dem heutigen Video. Möchtegern Finanzexperten, Online-Erfolgscoaches und Pseudo-Entrepreneurs lieben folgenden Satz. Wenn ein Produkt oder Service umsonst ist, dann bist du das Produkt. Naja, im Zuge meiner Recherche für eben dieses Video habe ich herausgefunden, ganz so einfach ist es nicht, aber die Richtung, in die ich heute möchte, ist schon relativ richtig. Also sollte es für heute reichen. Es ist gerade mal eine Woche her, dass ich Tim Cook auf der CPDPC, also der Computers Privacy and Data Protection Conference, mal so richtig ausgesprochen hat. Und in 12 nicht außergewöhnlich unterhaltsamen, aber wichtigen Minuten hat sich der Apple-Boss mit einer Frage auseinandergesetzt, mit welcher er schon vor 2 Jahren mal in Kontakt getreten ist, nämlich: In was für einer Welt wollen wir leben? Denn in der Tiefe betrachtet setzt sich diese Frage mit unserer Welt und den digitalen Schnittstellen in eben dieser auseinander. Und Tim Cook hat sich in seiner kürzlichen Rede darüber ausgesprochen, dass momentan so eine Art Ökosystem aus Datendealern und Betrügern auf der Suche nach dem schnellen Geld vielleicht nicht die Antwort auf unsere Frage ist, aber zumindest das aktuelle Bild sehr stark koloriert. Und in seiner Rede hat er wiederholt betont, dass unsere digitale Privatsphäre wahrscheinlich eines der wichtigsten Güter ist, welche es im noch relativ jungen 21. Jahrhundert zu schützen gilt. Denn am Ende ist es doch so, wenn Menschen zu Kunden werden und Kunden einfach nur irgendwie zu irgendwelchen Informationsbündeln, welche andere Leute kaufen, nur um sie für noch mehr Geld weiterzuverkaufen, habe ich das Gefühl, dass das ganze Thema nur noch schlimmer werden kann, wenn nicht bald mal irgendjemand von den Big Playern auch mal in den Ring steigt und den anderen mal vielleicht die rote Karte zeigt. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr keine Fans von Apple-Produkten seid. Sie sind viel zu teuer, ist man erst einmal im Apple-Ökosystem drin, kommt man auch sowieso wieder nicht raus und die Konkurrenz ist mittlerweile genauso gut und so weiter und so weiter und so weiter. Aber man muss trotzdem darüber nachdenken, wie Apple mit seinen Kunden umgeht. Denn man muss hier wirklich sagen, Apple hat sich auf die Fahne geschrieben, dass sie keinerlei Kundendaten an irgendwelche Dritte weitergeben und andere Leute mit einer vergleichbaren großen Käufer- oder Nutzerschaft tun dies leider sehr wohl. Suchmaschinen zum Beispiel verkaufen ihre Suchergebnisse an Shoppingseiten, damit sie mögliche Nutzer und Käufer gezielt in irgendwelche Richtungen lenken können, um ihnen das zu verkaufen, wonach sie auf der Suche sind oder wovon sie glauben, auf der Suche danach zu sein. Das kann Vor- aber auch Nachteile mit sich ziehen. Manche Social-Media-Dienste können auslesen, wo ihr wart, was ihr gegessen habt, wo ihr einkauft und keine Ahnung was und kann dementsprechend auch Werbung für euch zielgerichtet zuschalten. Andere Dienste gehen aber ganz andere Wege und werben damit, dass eure Daten vor unerwünschten Zugriffen sicher sind, weil sie sich darum ganz besonders bemühen. Naja, auf der gleichen Seite verschweigen sie aber auch, dass in ihren Nutzungsbedingungen steht, dass eine Weitergabe der Daten an geplante Dritte trotzdem irgendwie möglich ist. Hier wird also einfach nur das Wort unerwünschte Zugriffe so weit gebogen, bis es halt passt. Was aber macht Apple unterdessen? Naja, prinzipiell prügelt sich Apple regelmäßig mit Suchmaschinen, mit Social Media und anderen App-Herstellern einfach nur, weil mit jedem neuen Software-Update Apple die Türen für Datenabgriff ein kleines bisschen weiter zuschiebt und den App-Entwicklern das wirklich gar nicht gefällt. Aber das Gute ist, nicht nur die Apps von Drittherstellern haben sich hier harten Regeln zu beugen. Safari hat die Ambition, der sicherste Browser auf der Welt zu sein. Karten analysiert nicht, wo du bist und wo du gern hingehst, um deine Kaufentscheidung zu fördern. Fotos von dir gehören und bleiben bei dir. Nachrichten haben den höchsten Anspruch auf Privatsphäre und Siri ist nicht die schlauste, aber der Unterschied zu anderen Sprachassistenten ist, dass sie so wenig Cloud-Denken im Hintergrund hat wie möglich. Egal was du tust, Wallet gibt nicht preis, was du wo mit welchem Zahlungsmittel kaufst und die Daten, die du per irgendwelchen Gesundheitsanalysen in Health speicherst,
werden so lange nicht mit irgendwem geteilt, bis du auf deinen eigenen Arzt zugehst. Und wenn sich mal irgendeine App aus dem App Store von irgendwem nicht an eben diese Regeln hält, dann wird er halt aus dem Spiel genommen. Apple hat höchste Ansprüche an sich und seinen Umgang mit Kundendaten und ein großes Problem, was andere Unternehmen in diesem Thema denken und tun. Aber egal wie rigoros Apple in diesem Thema vorgeht, sie können den Kampf leider nicht gewinnen. Die Spotlight-Suche auf dem iPhone ist standardmäßig Google und komplett ohne Social-Media-Präsenz wäre auch sicherlich Apples Erfolgsgeschichte ganz anders gelaufen. Und auch wenn sich Apple wirklich bemüht, sämtliche Apps aus dem App Store zu schmeißen, welche einfach auf Biegen und Brechen versuchen, die Regeln so ein bisschen zu umgehen, geht das leider nicht immer. Denn manche Schnittstellen sind einfach so tief in der ganzen Sache verbuddelt, dass das Deaktivieren eben dieser Schnittstelle, naja, gleich kommt mit dem kompletten Rausschmiss der App. Und bei manchen Sachen geht das halt einfach nicht. Laut Aussagen von Apple hat eine durchschnittliche App aus dem App Store 6 Tracker parallel laufen, die analysiert, was ihr so ungefähr tut, während ihr die App aufhabt. Und hier wird wirklich alles gecheckt. Wer seid ihr? Wo seid ihr? Was mögt ihr? Was für Fotos habt ihr währenddessen gemacht? An welchem Standort? Und so weiter und so weiter. Die Apps können teilweise sogar tracken, was für Internetseiten ihr besucht, direkt nachdem ihr die App geschlossen habt. Seit iOS 14 haben sich die Mauern, die Apple errichtet hat, aber noch einmal verhärtet. Denn beim ersten Öffnen einer App wird dann hier abgefragt, mit welchen Informationen wie umgegangen werden soll. Beispielsweise können Standorte oder der Zugriff auf Bilder entweder so reglementiert werden, dass gar nichts mehr dargestellt wird oder wirklich nur sehr präzise und individuelle Informationen überhaupt erst an die App gehen. Das ist mit Sicherheit ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn man sich das so vor Augen führt, glaube ich zumindest, dass Apple niemals zu 100% den Schutz seiner Kunden so umsetzen kann, wie es das selber möchte. Oder vielleicht doch? Zugegeben, das nächste Szenario ist ziemlich theoretisch und ich bin selber nicht mehr sicher, ob ich darin leben wollen würde. Aber stellen wir uns doch einfach mal die Situation vor, wie es wäre, wenn Apple alle Programme und Systeme und Dienste deaktivieren bzw. runterschmeißen würde, mit welchen sie nicht zufrieden sind. Also eine ganze Menge. Keine Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube-App auf dem jeweiligen Apple-Gerät. Keine Suche über Google, nativ aus dem iOS-System. Kein Nachrichtenaustausch über WhatsApp, Signal und Co. und so weiter und so weiter. Aber was wäre hier die Konsequenz? Entweder Langeweile oder Behelfslösungen. Das bedeutet, dass man keine der eben genannten Apps noch nutzen könnte, ohne irgendwelche Umwege gehen zu müssen. Manche sind etwas kleiner und manche sind bedeutend größer. Bei einer Suchmaschine wäre es verhältnismäßig simpel. Es ging schon öfters mal das Gerücht um, dass Apple an dem Kauf der Suchengine DuckDuckGo interessiert ist. Für alle Leute, die es nicht kennen, das ist eine Suchmaschine, welche sich auf die Fahne geschrieben hat, keinerlei Suchinformationen an irgendwen weiterzugeben. Das bedeutet, man könnte Google komplett deaktivieren und hätte eine Lösung, die entweder von Apple zertifiziert wäre oder eventuell sogar komplett von Apple aufgekauft wurde. Wo es hier noch verhältnismäßig einfach war, gibt es wieder kompliziertere Beispiele, wie zum Beispiel die YouTube-App. Wenn die nicht mehr auf dem iOS-Gerät installiert ist, muss halt alles über den Safari-Browser gemacht werden. Hier stellt sich die Frage, ist es dann so viel besser? Ist es ein großer Unterschied? Facebook oder Instagram oder Twitter oder irgendwie sowas, im Prinzip genau das gleiche Problem. Hilft uns der Safari-Browser da in den Leveln, wie es Apple sich wünscht, oder wird auch da irgendwo der Hebel gezogen? Und wie ist es bei Sachen, die gar keine Internet-Browser-Anwendung haben, wie zum Beispiel WhatsApp, glaube ich? Und sagen wir mal ehrlich, 2020 war ein sehr, sehr komisches Jahr. Denn zum ersten Mal haben wir in eine Situation gesteckt, wie sich Teile unseres digitalen Lebens nicht in der Geschwindigkeit weiterentwickeln konnten, wie wir es gerne wollten. Denn wir waren auf ein paar Sachen angewiesen, die wir vorher einfach nicht genutzt haben und vielleicht sogar kein Interesse daran hatten. Zum Beispiel waren Leute gezwungen, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, mit denen sie vorher noch gar keine Berührungspunkte hatten. Und der digitale Fußabdruck von Leuten hat sich entweder stark verändert oder manche haben erstmal einen entwickelt, die vorher noch gar keinen hatten. Denn seien wir ehrlich, in jedem Bekanntenkreis gibt es diesen einen Rentner, der vorher nicht mal ein Smartphone hatte und jetzt am Sonntagnachmittag auf der Couch sitzt mit einem Tablet und dem Enkel über Skype oder FaceTime oder was weiß ich beim Puzzeln zuguckt. Und ich glaube, ich habe einfach keine definitive Lösung für das Thema. Was haltet ihr denn eigentlich davon? Gut, solche wichtigen Sachen wie Kontoinformationen, Passwörter und so weiter bleiben bei mir unter Verschluss und sind in der Regel auch nicht digitalisiert. Aber solche anderen Sachen wie zum Beispiel früher hochgeladene Fotos, die der kleine Manoah einfach so komplett gedankenverloren einfach mal mit irgendwem teilen wollte, sind teilweise heute noch im Internet unterwegs und der alte Manoah findet das teilweise gar nicht mehr so cool. Und noch viel schlimmer wird es ja sowieso, wenn noch jemand anders ein Foto von irgendwem hochlädt, ohne den zu fragen. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was für Bildmaterial alles von mir so im World Wide Web unterwegs ist. Himmel, sogar mein neuer Chef hat herausgefunden, dass ich einen YouTube-Kanal habe, ohne dass ich das jemals auf der Arbeit erwähnt habe.
Egal, um das Thema jetzt einfach mal abzuschließen. Glaubt ihr, dass Apple hier vielleicht ein kleines bisschen zu Unrecht die Moralkeule schwingt? Oder seid ihr der gleichen Meinung, dass hier und da vielleicht ein paar mehr Regeln eingeführt werden sollten, um unser aller Willen, dass das ganze Thema nicht irgendwann mal vollkommen aus dem Ruder läuft? Und das Eskalieren dieser Situation meine ich halt wirklich in beide Richtungen. Glaubt ihr, dass manche Sachen vielleicht auch wieder ein bisschen gelockert werden müssten, weil das dauerhafte Durchklicken von irgendwelchen Datenschutzrichtlinien oder sowas hat mir bisher persönlich noch nicht geholfen? Oder, naja, hat mir bisher nur Zeit geklaut? Oder glaubt ihr, dass ein wirklich enges Konstrukt an Sicherheitsmaßnahmen gestrickt werden muss, damit das ganze Thema einfach auf Schiene gebracht wird? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach mal da ein bisschen was zu lesen geben würdet. Was meine Meinung zu dem Thema angeht, muss ich sagen, bin ich ziemlich zwiegespalten. Ich schätze es doch schon ziemlich, dass Apple sich auf die Fahne schreibt, einfach mal einen Schritt in die Richtung zu machen, wo vielleicht kein anderer hin möchte. Ich muss aber auch sagen, ich kann nicht abschätzen, wie sich das später halt auf meinen digitalen Lebensstil auswirken könnte. Denn die Kompromisse könnten halt krass werden. Wie dem auch sei. Das soll es erstmal von mir gewesen sein und ich hoffe, dass ich euch mit diesem, naja, doch schon ziemlich monotonen Thema doch noch ein kleines bisschen an mir binden konnte und ich würde mich freuen über einen kleinen Like und vielleicht sogar ein Abo. Lasst es euch bitte gut gehen. Viele Grüße von der immer noch ziemlich eingeschneiten, aber trotzdem irgendwo noch grünen Wiese und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Euer Manuel.